und dann mal auf der Fori, der Story weiter folgen. So wollte ich sagen, nicht Fori weiter folgen. So. Jetzt kommt meines Erachtens nach der beschissenste Teil des ganzen Spiels. Ja, ihr werdet gleich auch sehen, warum und wieso. Also es kann sein, dass ich dieses Let's Play doch nicht ohne zu sterben irgendwie meister, weil hier kommt gleich eine Stelle, die ich persönlich recht hart und fies finde. Ich würde sogar sagen, schon fast unfair. Aber erstmal ins Spiel. So, du lässt uns auf jeden Fall mal in Ruhe und hier hauen wir jetzt erstmal die Wand weg. Und das nächste Mal, wenn wir bei Vulgrim sind, werde ich auf jeden Fall die Sensen-Skills holen. Weil die habe ich jetzt schon wieder vergessen. Ich will jetzt nicht extra nochmal zurückrennen. So viel Zeit muss sein. So, gucken. Ah, eine Kiste. Nochmal ein paar Gratis-Seelen. Was haben wir da? Ach, Zombies. Da waren mal Zombies. Hier geht es anscheinend nicht weiter. Auch ein cooler Lüftungsschacht, wo wir hier durchstapfen. Und da haben wir doch schon wieder was. So wie es ausschaut. Ah ja, ich erinnere mich. Machen wir erstmal hier die Gegner weg. Also hier ist auch eine extrem... Hier ist auch eine extrem fiese Stelle. Weil man hier später nochmal hin zurück muss. Das ist schon recht tricky gemacht, was hier gleich kommt. So, erstmal hier die Fledermäuse weg. Komm mal runter da. Komm doch mal runter da, Mann. Dann schießen wir dich eben so weg. Was soll's? Ach, Mann. Ach, das ist immer so lustig, wenn die sich so schnell kaputt machen lassen. Ich weiß gar nicht, hatten wir das schon gefehlt, dass die Waffe mehr Schaden macht? Ich glaube ja, ne? So, damit sind die Fledermäuse weg. Und die Tür hier ist zu. Die müssen wir erst da hier durch das, durch die blauen Kristalle durch, um die aufzukriegen. Stopp. Ja, genau dieses Teil, das braucht man später noch und das ist, extremst tricky. So, jetzt müssen wir eben gucken, wie wir das machen. War das erst drehen und dann? Eieiei. Moment, ich muss mal eben... So. Ich glaube, das war jetzt erst drehen. Mist, 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 Mist. Okay, war erst da drauf schießen und dann drehen. Genau so war's. So, jetzt haben wir nämlich Zeitlupe, dadurch, dass wir die Fähigkeit von Samael bekommen haben. Das Tor geht auf, wir können laufen, solange die Zeitlupe aktiv ist und sind durch und das Tor geht ja auch direkt wieder zu, nachdem wir gedreht haben. Und hier wäre das andere Teil, aber wofür das genau ist, erzähle ich, seht ihr dann später. Also eigentlich ziemlich am Ende des Let's Plays, kann man sagen. Oh, da haben wir auch wieder einen Feuerspucker. Mittlerweile kommen wir ja ganz gut weg von seinen Schlägen. Komm her. Ach, du triffst uns doch nicht. Sehr schön. Hat geklappt. Die roten Feuerviecher finde ich gar nicht so schlimm. Schlimm sind hinterher nur die blöden Blauen, wovon wir auch schon welche hatten, weil jeden Gegner, den wir vor diesem töten, der saugt die Seelen auf. Ist mir übrigens auch erst, nachdem ich das, den Part vom Let's Play geguckt habe, aufgefallen, dass wir erst die blauen Dicken platt machen sollten, bevor wir andere Gegner in seinem Umfeld kaputt machen. Weil die Seelen kriegen wir von ihm auch nicht mehr wieder. Und er macht aus den Seelen halt Munition, die er auf uns verballert. So, nochmal Gratis-Seelen und dann können wir hier weiter.
Moment. Ich meine, hier wäre noch irgendwas gewesen. Da oben ist noch eine Kiste. Aber da kommen wir, glaube ich, gleich hin. Erstmal hier die Zombie wegmachen. Genau, und da ist die Kiste nochmal gerade Seelen. Das war ja jetzt zweimal schnell hintereinander mit so einer Kiste. Und jetzt als nächstes geht's hier nach oben. Ach, Moment. Wir müssen darüber, genau. Da haben wir auch noch einen Artefaktensoldat, die wir dann auch später eintauschen können. Je mehr wir davon haben, desto besser, umso mehr Seelen bekommen wir. Und ich glaube, bis hierhin haben wir jetzt auch alles gesehen. So, ach, da kommen jetzt die blauen Fledermäuse. Ja, ich erinnere mich. Da muss ich hin. So. Weil die möchte ich dann doch lieber so wegschießen, weil die sind nicht ganz so nett. Genau. Weil die auch versuchen, auf uns zu schießen. Sehr schön. Hat soweit geklappt. Die Zombies, die hauen wir uns einmal so weg, weil Leben ist ja voll. Eieieiei. So, erstmal dich vernichten. Na? Oh, das ist aber ein hartnäckiges Auto. So, und bis hier haben wir schon mal alles fertig. Auch eine sehr geile Atmosphäre hier, die zerstörte Stadt. Wir wissen ja mittlerweile, dass die Menschheit ausgerottet wurde durch den Dreifrontenkrieg. So. Oh, was passiert jetzt? Na, bravo. Ganz freundlich. Na, kommt schon. So, die haben wir schon mal weg. Ich weiß gar nicht, ob das Engel sind oder ob das mutierte Engel sind. Auf jeden Fall sieht das nicht aus wie die freundlichen Engel. Wobei, in diesem Spiel gibt es gar keine freundlichen Engel. Da ist er! Was? Wer hat das gesagt? Da hinten? Ihr zwei oder was? Wolltest du mich verkaspern? So. Den haben wir schon mal weg. Habe ich auch schon... Uah. Hat wieder nicht geklappt. War ich wieder zu langsam. Aber ist egal, er ist tot. Ich hoffe, es kommt nicht noch einer. Weil ich hasse diese Viecher. Ach, müssten wir hier auch alles kaputt machen? Ich bin mir da gar nicht mehr so sicher. So. Machen wir einfach mal die Hydranten kaputt. Ja, ihr merkt schon, hundertprozentig alles weiß ich nicht mehr von diesem Spiel. So. Aber hier war auf jeden Fall noch irgendwo ein Schatz oder sowas. Warte mal, kann man da rüber? Ne, da ist zu. Da unten war, glaube ich, noch ein Artefakt. Da oben ist noch eine Truhe. Die werde ich jetzt uns einfach mal schnappen. Was? Wer schreit da? Ach, das sind einfach nur Krähen. Okay. Da ist die Truhe. Ah, oh, geil. Sogar ein Lebensbruchstück. Ich dachte, das wäre normale Lebensbruch. Aber cool, die Bruchstücke geben uns ja auch volles Leben. Das ist geil. So, da ist nichts mehr. Ja, das wusste ich gar nicht mehr, dass das auch volles Leben gibt. Und den brauchen wir. Jetzt haben wir, glaube ich, nur noch... Hier ist was, aber müssen wir später essen. Da können wir jetzt noch nichts machen. Man sieht, das sieht aus wie ein Amboss. Aber dafür fehlt uns noch was. Und zwar das Gerät, um in eine andere Dimension zu sehen. Was wir ja jetzt schon zweimal für diese Riesen machen mussten, also für diese Torwächter waren es, glaube ich, gewesen. So heißen die. So, 3400 Seelen haben wir auch schon wieder, das ist nicht schlecht. Und wir können mal hier Vulgrim aktivieren.
Na. Ach, geht. War ganz schön knapp, weil da unten geht's nur noch in den Abgrund. Da wären wir tot, also jetzt ganz tot nicht. Wir werden ja dann immer kurzzeitig zurückgeportet. Wohlgrums Position gefunden und erstmal Skills leer. Wie kann ich, bescheidener Händler, dir dienen? Gib mir Skills. So, erstmal eintauschen, Artefakte. Und dann gucken wir mal. Rage brauchen wir nicht. Das können wir eh uns alles nicht holen, weil wir keine leeren Gefäße mehr haben. Multiklinge will ich nicht. Schredderklinge will ich nicht. Das sind die Schwertskills. Das sind die Sensenskills. Und Handschuhskills. Und das sind... Ja, die Steinhaut. Vielleicht auf Stufe 2 machen wäre nicht schlecht. Da bin ich gerade am überlegen. Mache ich das Steinhaut auf Stufe 2? Ne, ich hole uns erstmal die Skills. Ich würde sagen, fangen wir einfach mal Höllenklinge an. Du bist so weise, wie du mächtig bist. Eine ausgezeichnete Wahl. So. Du bist so weise, wie du mächtig bist. So, jetzt haben wir da auf jeden Fall ein paar Skills. Das ist LT plus unten und Y, Höllenklinge. Gucke ich mir noch einfach mal an. Linker. Moment. Auf Wiedersehen. Ach, linker Trigger. Das war der? Nee, das war der irgendwie nicht. Moment. Nach unten, LT. Ah, okay. LT gedrückt halten und dann nach unten und... So, okay, das klappt schon mal super. Habe ich noch nie benutzt. Aber Moment, da war es, glaube ich. Die Skills. Ah, hier sind die Skills, wie man sie verwendet. Angriff. Blocken. Nutzen der Chronosphäre ist es nicht. Moment, jetzt muss ich erstmal gucken, wie die Kombos gingen. Ich muss den nochmal anquatschen. Ach, die anderen zwei zeigt er mir gar nicht mehr. A und Y gedrückt halten. A und Y. A und Y gedrückt halten. Y gedrückt halten. Ach, das ist der. Der macht ja nur mehr Schaden, okay? Den haben wir schon. A und... Wie kann ich, bescheidener Händler, dir dienen? Auf Wiedersehen. Bis bald. So, das ist auf jeden Fall der. Ja, und das andere war genau der. Der macht jetzt nur mehr Schaden. Der macht jetzt auch Seelen um sich herum. Das war ja vorher auch nicht der Fall. Gut, dann haben wir Sensor auf jeden Fall schon mal um einiges verbessert. Und wir können uns hier weiter auf den Weg machen. Richtung Stygian, weil Stygian ist ja der nächste Auserwählte, den wir für Samael fetzen müssen. Oh, jetzt muss ich nochmal eben... Ich habe ständig Angst vor diesem Gekreische. Ach ja, Flattermänner. So, dich haben wir. Jetzt kommst du dran. Und das war's hier auch schon. Das heißt, wir können jetzt hier weitermachen. Brauchen wir Lebensenergie? Ich weiß es gar nicht. Nehmt es einfach mal mit. Nee, scheint nicht so zu sein. Haha. Aua. Du solltest doch eigentlich rutschen, du Blödmann. Na komm schon. Wow, der verarscht mich hier. Jawohl. Komm her.
Lass dich reiten, Sau. So, den haben wir schon mal weg. Dann gehen wir mal weiter hier in diese Richtung. Oh. Aua. Die Attacken sind einfach zu schnell von dem Sauhund. Oder zu langsam. Ey, sag mal, wolltest du mich jetzt verarschen oder was geht hier ab? Ja, genau das meinte ich. Der täuscht immer vor, ich weiche aus und er trifft mich. Das war damals schon immer der Fall gewesen. So, aber den haben wir wenigstens weg. Wir haben auch noch, glaube ich, ein paar, ja, Heilsachen. Haben wir noch zwei Stück. Von daher halb so wild. Da oben war, glaube ich, nichts mehr, oder? Nö, da oben ist gar nichts mehr. Oh, ich habe ganz schön geprasst mit den Seelen, stelle ich gerade so fest. Alles weggegeben. Aber es hat sich gelohnt, wir sind ja einiges stärker geworden. Da ist eine Kiste. Wie ging das denn noch gleich? Ah, ich glaube doch nicht. Ich glaube, ich weiß wie. Einmal den. Da anhämmern. Und hier einmal dran. Zieh mich hoch, du Sau. Komm schon. Genau. Und dann darüber. Genau so ging das. Ja, manchmal muss man da echt rätseln, wie man da hinkommt zu den einzelnen Teilen. Was haben wir? Blutbad. Krieg wird mehr und mehr von Hass erfüllt und generiert noch schneller Chaos. Oh, coole Sache. Chaos generieren, das ist schon mal sehr geil. So, und jetzt müssen wir dasselbe nur nochmal auf der anderen Seite machen, so wie es ausschaut. Kollege, lass dich nochmal fetzen. Weil wir müssen auf die andere Seite, um an die Bomben zu gelangen. Zip, da sind wir rüber. Da nicht mehr runter. Den einmal greifen und dahin die Pfeffer. So, damit haben wir da den Weg auch geebnet und wir können uns ein Stück weitermachen. Springen wir einmal hier rüber. Ich weiß gar nicht, war hier noch was? Nö, eine unsichtbare Wand war hier. Und einmal rein. Hier war gerade der Stein, den wir weggesprengt haben. Das heißt, wir können jetzt einfach so weiterlaufen. Manchmal will er nicht. So. Da unten war, glaube ich, auch nichts mehr. Nein. Oder? Wo war das? Ne, war nur ein Grafikfitzelchen.